So, dann gucken wir Chat in die Roomtour von Jan rein. Ich zeige euch mein Zuhause und mein Studio. Ich meine, ich kenne das ja schon irgendwie, aber vielleicht hat sich ja auch, seitdem ich das letzte Mal da war, was verändert. Hallo Leute, herzlich willkommen zur Roomtour und Studiotour. Achtung, wir haben hier noch, Ich habe heute vor, euch mein Studio unten zu zeigen. Das ist unten. Wir sind jetzt gerade hier im Erdgeschoss bei uns zu Hause. Und ich dachte mir, bevor wir runtergehen, will ich euch ganz kurz zeigen, weil das ist so der einzige optisch andere geile Raum neben meinem Studio in dieser Wohnung. Deswegen dachte ich, den zeige ich euch noch schnell. Hier hinten ist Badezimmer und Schlafzimmer und Annas Büro. Das ist alles für dieses Video jetzt erstmal egal. Deswegen kommt mal mit, wir gehen mal kurz ins Wohnzimmer hier. Ultra cozy, Digga. Aber ich würde auch, Jan und Anna sind auch so Leute, die halt voll auf dieses Ganze, die achten halt voll auf die coolen ästhetischen Sachen und so. So, allein dieser Mülleimer, den man so, keine Ahnung, das ist alles so extravagant, finde ich voll geil. Das ist unsere Küche. Für alle, die damals nicht gesehen haben, wie wir hier eingezogen sind, das haben wir damals alles gefilmt. Ist das, ich finde sie nach wie vor, das ist, wie lange wohnen wir jetzt hier? Ja, 2,5 Jahre, glaube ich. Sehr geil. Ich bin super froh, dass wir uns für diese Kücheninsel-Variante entschieden haben und nicht einfach nur das hier. Findet Murky hier auch mega. Ah, Murky, Digga, war 50-50 Chance da wieder. Mann, die sehen auch sich auch so ähnlich. Ist wirklich perfekt zum Kochen, richtig geil. Würde ich jederzeit wieder so machen. Auch krass. So ein richtig stabiler Holztisch, Digga. Das ist unser Esstisch. Ich bemerke gerade selber, dass wir vielleicht von 100 Mal Essen ein einziges Mal hier dran essen. Eigentlich ist der nur Deko, fällt mir jetzt gerade so auf, wir essen immer hier. Das ist das Wohnzimmer. Bevor wir runtergehen, weil das war es eigentlich schon, mehr kann ich euch gar nicht zeigen, aber bevor wir runtergehen, will ich euch noch drei kleine wichtige Dinge zeigen, die hier im Wohnzimmer sind. Die Nummer eins ist dieser Schlüssel hier. Der hat für mich einen sehr hohen emotionalen Wert, sage ich einfach mal. Und zwar habe ich den von einem sehr guten Freund von uns bekommen, so als Symbol, dass alles, was ich mir erträume, was ich für Wünsche habe, dass ich den Schlüssel zu diesen Türen der Wünsche schon lange in meiner Hand habe und ich nicht suchen muss nach Wegen, wie erreiche ich diese Träume oder ich habe Angst, die nicht zu schaffen, sondern ich habe diesen Schlüssel schon und kann jede Tür aufschließen und mir jeden Wunsch erfüllen. Und das finde ich ist also für mich ein sehr wichtiges Bild, denn so geht es ja eigentlich auch jedem. Also jeder Mensch, auch ihr da draußen, ihr habt schon lange den Schlüssel zu euren Träumen in der Hand. Ja, nur wir Menschen vergessen das oft und lassen uns irgendwie runterreden oder zweifeln auch an uns selber, dass wir das nicht schaffen können und sowas. Aber ja, deswegen dieser Schlüssel, wichtig für mich, liegt hier oben. Das zweite ist eine Playmobil-Figur, die ist ein Symbol für mich, also die stellt mich da. Und die habe ich in einer Familienaufstellung, die ich mal gemacht habe, bekommen. Also ich konnte die behalten. War ein sehr besonderer Moment für mich. Deswegen bin ich froh, dass ich die behalten konnte. Und die steht jetzt auch immer bei uns über dem Fernseher. Last but not least, ein Auto. Das habe ich von meiner Schwester unangekündigt per Post bekommen. Da war plötzlich einfach ein Paket da und das Auto war hier drin. Denn ich habe mir ein Auto gekauft, also das ist bestellt, ist noch nicht da. Und damit hat sie mich überrascht. Für mich auch ein sehr cooler, besonderer Moment. Und das Auto steht auch deswegen über dem Fernseher. So, jetzt sind wir unten bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Und bevor wir rumgehen, zeige ich euch einmal... Der passt da gar nicht rein. Doch, der kann sich mit... Also Jan besitzt so einen Mini-Strahler, den man sich mini machen kann. Wirklich. Der stellt seinen Gürtel von Wambo auf Mambo. Ja. Ist so, wirklich jetzt. Ich habe das miterlebt. Das coolste Feature an diesem Studio. Wir haben das alles selber verlegt. Das hat auch teilweise echt schlecht geklappt. Dann musste ja wieder was abmachen und so. Aber jetzt bin ich zufrieden damit. Ich kann nämlich mit einem Klick hier am Handy die ganze Stimmung von dem Studio quasi ändern. Jetzt sagen wir mal, was machen wir? Was willst du haben? Rot. Sind das Philip Hue Lights? Und dann ist halt wirklich die Stimmung komplett andere hier. Wenn wir zum Beispiel Game of Thrones haben wir neulich hier jetzt geguckt, dann machen wir es halt alles rot, dann passt das geil. Aber meistens, wenn ich tagsüber hier bin und so irgendwie am Arbeiten bin, dann mache ich es meistens halt so. Das ist so diese Basic Mood, sag ich mal. Aber es geht zum Beispiel auch so. Finde ich auch sehr geil. Was haben wir noch? Waldabenteuer.
Wow. Okay. Schreibt mal gerne rein, wie ihr es findet. Ich fühle mich mega wohl hier. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es hier überhaupt aussieht. Das hier ist mein Wohnzimmer. Hier gucken wir, wie gesagt, voll auf Serien. PS5 ist auch am Start. Allerdings muss ich sagen, irgendwie spiele ich die letzten Monate gar nicht. Es gibt kein Game, was sich lohnt aktuell, finde ich. Bisschen schade, jetzt kommt God of War. Das wird auf jeden Fall lohnenswert, aber im Moment irgendwie gar nichts. Ja, und... Jan ist sowieso eigentlich immer so ein bisschen lieber Dale gewesen, der so mitguckt, Alter. Ich habe selber, dass Jan so zockt, habe ich nur bei HOTS, also bei Heroes of the Storm gesehen. Ansonsten hat er immer zugeguckt. Aber God of War, ja, muss man spielen. Und hier muss ich euch was zu erzählen. Und zwar, komm mal ran. Oder ich hoffe, man sieht das. Oh, hier übrigens. Ich habe euch noch nicht... Wait, wurde er jetzt erst kastriert? Ich habe meinen Hund gezeigt. Wir haben diesen Hund jetzt seit 2 Jahren, wir sind schon 2 Jahre bei uns. Und ich habe ihn euch noch nie gezeigt. Absolut weirdes Gefühl. Das ist die beste Sache, die uns... in den letzten 2 Jahren passiert ist, mit Abstand auf jeden Fall. Ja, kann man gar nicht in Worte fassen, einfach hammergeil. So, jetzt aber genug. Ne? Ich brauche nämlich tatsächlich eure Hilfe. Ich habe diesen Tisch absolut gefickt. Ich habe den einfach versaut, weil, guck mal hier hin. Wir haben hier anscheinend Gläser abgestellt, die, ja, wo halt noch irgendwie Flüssigkeit dran war und dann haben sich diese Flecken gebildet. Ich war ganz schlau, habe gegoogelt, Wasserflecken, Holztisch entfernen. Jo, benutzen Sie Olivenöl und machen Sie das so mit dem Schwamm hier drauf. Habe ich gemacht. Es sieht jetzt einfach noch viel schlimmer aus. Ich habe jetzt einen Tipp. Ach du Scheiße. Tischler geholt, der war hier, der hat sich diesen Tisch angeguckt und gesagt, jo, Herr Meier, wir können nichts machen. Der ist dann einfach 5 Minuten später wieder gegangen. Aber ich will das nicht glauben, deswegen vielleicht, wenn ein Fachmann von euch da draußen existiert, wie kriege ich diese Fettölflecken aus dem Holz? So. Weil ich liebe diesen Tisch, der ist mega. Man kann den hier aufziehen, guck mal, da ist echtes Holz drin. Das riecht einfach nur krank geil, hier ist echte Baumrinde so drin, mega. Bevor wir jetzt hier zum Herzstück von meinem Studio kommen, zeige ich euch noch 2 andere Sachen, weil hier setzen wir uns dann gleich hin. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich mit euch besprechen will. So. Deswegen gehen wir erstmal kurz noch hier hin. Haben auch viele von euch gefragt, hä, was ist das für ein komisches Schlagzeug? Das ist ein Elektroschlagzeug und macht halt keinen Sound. Also ich kann hier spielen, hört man halt kaum, weil es wohnen über uns Leute im Innenhof. So dachte ich, muss jetzt nicht sein, ein richtiges Schlagzeug, dann beschweren sich halt die Leute. Und ich habe das... angeschlossen hier mit der Konsole an den PC, dass ich... Elektroschlagzeug ist so lame. Wieso ist das lame? Das ist doch voll eine gute Möglichkeit, wenn man in einer Wohnung oder im Haus wohnt, wo man nicht Schlagzeug spielen kann. Weil der Sound halt künstlich ist. Naja, Bro, wenn du bei FL Studios die Kicks, Drums und Snares einfügst, dann ist das noch künstlicher. Also das hat doch schon viel mehr mit Akustik zu tun als irgendein Programm. Ja, aber Nachbarn sind halt Wayne. Jo, das sage ich beim nächsten Mal, wenn die bei mir klingeln, aufgrund des Lärms, sage ich, Sie müssen um 4 Uhr aufstehen, das ist mir Wayne. Mache ich einfach nächstes Mal. Und dann kommen die Polizisten, zerren mich aus der Wohnung raus, dann heißt es wieder Streams aus dem Knast. Pock you. Nick, ich habe 4 Jahre Schlagzeug gespielt und der Unterschied zwischen E und Akustik sind halt Welten. Und Akustik ist auch absolut geiler. Okay, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber, Digga, du hast doch keine andere Option. Also, du hast die Option zwischen keinem Schlagzeug oder E-Schlagzeug. Würdest du dann lieber keins holen? Ja, und hier mit Kopfhörern hören kann. Mega. Das hier ist unser Klavier. Es sieht optisch, würde ich einfach mal behaupten, aus wie ein so normales, richtiges Klavier. Ist aber elektronisch, was ganz geil ist, weil man dann hier auch, wenn ich zum Beispiel da Musik laufen habe, kann man hier mit Kopfhörern spielen und man nervt sich nicht gegenseitig. Ist halt mega geil. Und es klingt auch, würde ich sagen, richtig gut. Gut, oder? So, jetzt wollte ich gerade fast schon aufstehen und weitergehen, aber eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, hier steht eine Affenmaske. Kann ich euch ganz kurz erklären, dass dieses Ding sieht jetzt optisch, würde ich sagen, unspektakulär aus für den einen oder die andere von euch. Aber das hat so einen hohen Wert für mich, also wahrscheinlich einen der höchsten Werte in meinem Leben. Denn das war damals der, ich sage mal, der Ursprungsfunke, warum wir damals mit unserem Kanal Ape Crime angefangen haben. Also
die Namensfindung und alles, hat halt alles hiermit zu tun. Die gehört ursprünglich meiner Mutter, die ist nämlich Grundschullehrerin früher gewesen und hatte das in ihrer Schule. Boah, ganz krass. Lange Geschichte. Unbezahlbar für mich, deswegen krass. Auf jeden Fall eingerahmt und hier bei mir über dem Klavier. Genauso wie dieses Objekt hier. Das ist der OG Play Button. So sieht der heutzutage schon lange nicht mehr aus. Das war, glaube ich, die erste Version von diesen YouTube Play Buttons. Und ja, der ist auch für A-Prime, wie man sieht. Ist auch einfach unbezahlbar. Wahnsinnig viel wert für mich emotional. Ich habe überlegt, ob ich den hier hinter mir an die schwarze Wand hänge. So schwarz mit grau. Kann, glaube ich, richtig krank geil aussehen. Habe ich bisher aber noch nicht gemacht. So, jetzt sind wir im Herz des Studios angekommen. Ich habe mich hier jetzt mal hingesetzt, weil wir ein bisschen was zu besprechen haben, beziehungsweise ich würde gerne mit euch... Damals war 1 Million auch noch was Besonderes. Also auf jeden Fall noch besonderer als heute, aber ich würde behaupten, dass 1 Million auf YouTube immer noch besonders sind. Das ist ja immer noch so ein Meilenstein. Heute gibt es halt nur einfach viel, viel, viel mehr Menschen, die es schaffen und generell mehr Leute, die YouTube gucken. Aber damals war es natürlich viel krasser, das stimmt schon. Was besprechen? Ich habe mir nämlich ganz viele Kommentare... Aber André ist unsympathisch mittlerweile. Ja, ich habe ihn halt, wie gesagt, ich habe ihn nie kennengelernt. In der Zeit, wo ich Cengiz und Jan kennengelernt habe, da war André noch ein oder zweimal da, auf dieser Tour, wo ich da einmal mit war. Und ich weiß gar nicht, wo war das zweite Mal noch irgendwo? Ja, also, keine Ahnung. Man will das nicht immer bewerten, so mit gut und schlechte Richtung, aber ich würde schon behaupten, dass Cengiz und Jan die deutlich wertvollere Richtung eingeschlagen haben. Ja. So wie ich das bewerten kann überhaupt. Das finde ich auf jeden Fall super schade, dass diese Freundschaft, die sie hatten, nicht so wirklich appreciated wurde von irgendeiner Seite dort und ja. Das so auseinander geht. Aber es gibt halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht halt im Guten oder im Schlechten auseinander so. Und da ist es halt eben nicht so gut gewesen. Solange jeder seinen Weg macht und damit fein ist, ja, eben. Also das Ding ist so, ich mag halt diesen sexuellen Content nicht so krass so, den André halt macht. Also ich sehe halt immer manchmal einen TikTok oder so und es dreht sich irgendwie immer um Freundinnen verkaufen. Irgendwelche anderen sexuellen Sachen und ich denke mir so, warum? Also es muss halt nicht immer irgendwie so damit geworben werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Digga, ich check das nicht. Keine Ahnung. Vor allen Dingen, weil ich also in jedem dieser drei Leute, also sowohl in Cengiz, Jan und André, total kreative Menschen sehe. Also Cengiz kann ultra krank zeichnen, ist der spontan Komiker schlechthin. Jan kann unfassbar, es ist der beste Cutter YouTube Deutschlands mit einem krassen Skill für Instrumente und Musik und halt super kreativ. Und André war halt auf jeden Fall in den Videos, wie gesagt, ich kenne ihn privat nicht, war aber in den Videos auch ein so witziger Mensch. Und diese Cengiz und Jan, diese Cengiz und André Kombination, die war halt einzigartig. Das ist crazy. Und André existiert. Nee, der ist schon ziemlich witzig gewesen, safe. Er war so ein bisschen immer so ein bisschen so dieser Player, wenn man das so sagen kann. So. Ich finde, also Jan hat ja auch immer einen sehr ausgefallenen Stil so gehabt, aber André hat das irgendwie so ein bisschen mehr so mit Style und mit Girls und so irgendwie ein bisschen mehr Approach so. Und Cengiz war halt einfach der witzigste Typ so. Deswegen, War schon ein krasses Trio auf jeden Fall. Hab sich richtig gut ergänzt, ja. So, nicht alle gleich, aber trotzdem alle auf einem gleichen Humorlevel. Kommentare von euch angeguckt. Ich glaube sogar alle, die ich von euch in den letzten 7 Tagen bekommen habe. Ich glaube, ich habe wirklich jeden Kommentar gelesen. Und viele habe ich mir notiert. Bevor ich darauf eingehe, will ich mich aber einmal ganz aufrichtig und herzlich bedanken, weil ich glaube, dass ich noch nie in 10 Jahren Social Media, YouTube, so viele ausnahmslos positive Kommentare bekommen habe. Also, das ist wirklich wow. Ich habe keinen einzigen negativen Kommentar gelesen. Das ist super krass, obwohl ich so eine große Veränderung jetzt mache und eigentlich auch davon ausgegangen bin, das kann halt auch nicht jedem gefallen, vielleicht irgendwie
weiß nicht, stößt das bei dem einen oder anderen so ein bisschen komisch auf. Aber ich habe wirklich nur Positives gelesen und das ist krass. Also das hilft mir Flo, alles gut. Voll weiter, weil ich bin voll motiviert. Der Klo geht heute wieder ganz schlimm. Ihr das cool findet. Ja, ist einfach, wollte ich einfach nur mal kurz loswerden. So. Und wie gesagt, ich habe mir ein paar spezifische Kommentare notiert. Unter anderem Nummer 1, warum stehen hier so viele Gitarren? Es sind sogar 4, eine steht noch da hinten, die sieht man jetzt nicht. Warum nicht nur eine? Ist eine gute Frage, kann man sich auf jeden Fall stellen. Das hat den Grund, dass halt jede Gitarre anders ist. Das hier ist zum Beispiel eine Nylon-Gitarre, die hat Saiten, die sind aus Nylon. Viel geiler, finde ich. Klingt auf jeden Fall schon ganz anders. Und das hier ist eine E-Gitarre, die aber trotzdem, normalerweise hat eine E-Gitarre keinen Hohlkörper, keinen Klangkörper. Aber das hier ist so ein Hybrid quasi. Du kannst die als normale Gitarre benutzen. Aber hauptsächlich gedacht, um die halt anzuschließen mit verschiedenen Modi, dass sie anders klingt, mega geil. Also Hybrid kannst du alles mitmachen, deswegen gute Investition. Die zweite Frage, kannst du Geige spielen, weil hier eine steht? Ganz schnelle Antwort, kann ich nicht. Alle Instrumente, die ihr hier seht, kann ich spielen, bis auf die Geige. Die ist von Amazon und die hat Anna vor 4 oder 3 Jahren bestellt, um Geige zu lernen. Dann ist sie kaputt angekommen und dann haben wir gedacht, bevor wir die wegschmeißen, optisch passt es perfekt hier hin, deswegen nein, ich kann nicht spielen, aber sieht geil aus. Die nächste Frage bezieht sich auf das Logo, was ihr hier zum Beispiel auch seht. Ich dachte mir, ich nutze mal die Gelegenheit, um euch zu erklären, was es damit auf sich hat. Und zwar... Digga, Chat, ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich habe einfach gestern einen Fliegenspawner in meiner Wohnung gehabt. Ich hatte keine Lebensmittel oder irgendwie so Reste, wo so sich Fliegen irgendwie angelockt bekommen. Die waren einfach da und es sind auf einer Stelle 6 Fliegen gespawnt. Legit. Alle Fenster waren zu, auf einmal sind da 6 Fliegen an einer Ecke. Ich denke mir so, die müssen da gespawnt sein. Das gibt es ja gar nicht. Und ich check das einfach nicht, jetzt fliegen hier schon wieder welche rum. Und ich denke mir so, es kann ja nicht sein, dass hier mitten so im fast Oktober auf einmal so 6 Fliegen spawnen. Das ist legit, das ist so komisch. Ist das mein zukünftiger Producer-Name, Jin? Die ja, schon abbauen und ab, ausleuchten. Legit. Ich zeige euch auch mal eingeblendet so ein paar Skizzen, die ich vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht habe. Ich fühle das schon sehr lange. Lustigerweise ist auch, wenn ihr das Y umdreht, sieht es aus wie ein A, dann ist es wieder mein echter Name. Und Jin, allgemein das Wort an sich und auch vom Klang und von der Bedeutung, fühle ich total. Und ja, das wird mein, oder nicht wird, sondern das ist mein zukünftiger Producer-Name, den ihr ab sofort auch beim Kanal finden werdet und halt auch in allen cool. Videos in Zukunft. Die nächste Frage, sehr oft von euch gestellt, gibt es die Beats, die ich mache, auch auf zum Beispiel Spotify zu hören? Da ist aktuell die Antwort nein, aber ich überlege das zu machen, also ist eigentlich eine coole Idee. Dann könnt ihr die zum Beispiel, wenn ihr die Beats einfach so im Hintergrund hören wollt, in Zukunft auf Spotify hören. Und für alle Artists, die halt mit den Beats darauf rappen wollen, zum Beispiel einen Song daraus machen wollen, die findet ihr natürlich bei BeatStars, könnt ihr die Lizenzen dafür kaufen. Ich habe übrigens auch einen Zweitkanal, der ist unten unter dem Video hier verlinkt. Da sind die Beats sowieso hochgeladen, auch in voller Länge. Das ist allerdings halt auf YouTube. Also ihr könntet die dann da in Zukunft auf jeden Fall finden. Aber trotzdem, vielleicht will der eine oder die andere ja auch irgendwie auf Spotify mit der App das easy hören. Deswegen lasst es mich wissen, ob ich die da auch hochladen soll. Und kommen wir zur letzten Frage, die fand ich auch sehr wichtig. Es haben nämlich ganz viele von euch gefragt, ich würde auch gerne anfangen mit Musikproduktion. Aber du hast bestimmt voll viel Geld für die ganzen Plugins und die ganze Technik ausgegeben. Brauche ich das auch, um anfangen zu können, oder was brauche ich dafür? Und da kann ich euch ganz klar sagen, ich persönlich habe zwar mittlerweile über die Jahre sehr viel Geld dafür ausgegeben, aber das ist absolut nicht notwendig. Das sind immer nur Sachen, Spielereien, weil es halt auch einfach ein Hobby ist. Ich hole mir immer mehr verschiedene Sounds und sowas. Aber wenn ich ganz ehrlich bin... Lass es mich so erklären, Chat. Wenn ihr beispielsweise Yu-Gi-Oh! Spielen lernen wollt, dann kauft ihr euch ja keine Booster, um damit euer Deck zu machen, sondern ihr werdet euch für den Anfang am besten ein Themendeck holen, um an diesem Deck, was schon vorgefertigt ist, für euch zu lernen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Aber wenn ihr dann euer Deck aufpimpen wollt, wenn ihr verstanden habt, wie das Spiel funktioniert, dann kauft ihr euch Booster, um bestimmte Karten, die ihr geil findet, durch andere bereits vielleicht schlechtere Karten auszutauschen.
Genauso funktioniert es im Musikgame auch. Und du, egal ob es Stream, Musik, Video machen, Fotografie ist, du wächst mit deinem Equipment. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es bringt nichts, wenn du mit dem teuersten anfängst, es aber nicht beherrschst. Du schätzt es gar nicht. Du bist es gar nicht würdig, dieses teure Gerät in die Hand zu nehmen. Deswegen man am Anfang immer mit einem richtig schlechten Equipment starten sollte. Wenn du das beherrschst, dann bist du erst bereit, einen Step höher zu gehen. Versteht ihr? Du bist nicht würdig. Ja, es ist so wie, Digga, wie bei Zorros schwer. Ach komm. Ich will nicht schon wieder in irgendwelche Anime-References, damit ihr da badchesten könnt, aber ihr versteht, was ich meine. Du kannst das fast ohne Geld anfangen, dieses Hobby. Sogar die Stock-Plugins, die bei FL oder in den anderen Softwares mit drin sind, reichen grundsätzlich aus, um das alles zu machen. Du brauchst. Man kommt eigentlich eine Album oder EP, es ist ein Album-EP. Es gibt ein Album oder eine EP, aber nicht beides. Aber guck mal, Chat, ich habe ab nächster Woche ein Studio. Und in dem Studio werde ich wieder regelmäßig Musik machen. Ich werde jeden Freitag wahrscheinlich Musik machen im Studio. Und bin jetzt wieder richtig dabei. Ich habe mir schon viele Beats rausgesucht. Roman wird mich auch unter anderem mit Instrumenten begleiten. Und Texte schreiben und so mache ich ja sowieso ich komplett selbst. Ich bin vorher, bevor ich ins Studio gehe, bin ich immer beim Gesangscoach. Was nicht unbedingt heißen soll, dass ich jetzt ein guter Sänger werden will, sondern einfach, dass man seine Stimme und seine Atmung gut benutzt, um halt vorbereitet oder warm zu sein fürs Rappen, Singen, was auch immer. Und dann will ich, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar Songs bei rumkommen. Ich will einmal ein Musikvideo für Japan drehen, also in Japan drehen und dafür einen Song fertig haben. Und ich würde tatsächlich sehr gerne eine EP raushauen mit mindestens 4 Songs. Und das ist so erstmal mein Ziel für den Anfang. Und wenn euch das gefällt und wenn mir das gefällt, was dabei rumkommt, dann werde ich den Weg weitergehen und mehr Songs machen. Ich versuche da ein bisschen meinen Sound zu finden. So, ich weiß schon ganz genau, in welche Richtung das alles gehen wird. Aber ich habe jetzt seit 2,5 Jahren nicht wirklich aktiv Musik gemacht. Ich habe zwar schon über 100 Songs in meinem Leben gemacht, so ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber ich will jetzt den nächsten Schritt gehen und wirklich das richtig gut machen. Und deswegen gehen wir ab nächster Woche ins Studio. Und genau, und mein erster Song wird ein Feature mit Mark Foster sein, klar. Richtung Schlager wäre geil. Also Chat, ich habe natürlich meine Roots im Hip-Hop oder Rap. Aber das wird natürlich komplett alternative sein. So, ich möchte gerne, sehr, sehr, sehr gerne Pop-Elemente mit reinhauen. Auch so ein bisschen düsterer Pop. Und Alternative, Indie vielleicht, dass man halt so ein bisschen den neuen Sound macht. Ihr müsst halt verstehen, dass ich niemals mit meiner Musik oder mit irgendeiner Kunst, die ich mache, das mache mit der Intention dahinter, dass sie erfolgreich wird. Es geht mir nur darum, das zu machen, was ich sehr schön finde. So, deswegen will ich genau auch den Sound machen, den ich schön finde. So persönlich. 2019 oder so habe ich ja mal 2 Songs rausgehauen. Are you winning, son? Oh, das war sogar 2020, vor 2,5 Jahren. Da habe ich 2 Songs mal rausgehauen und da heißt sie einfach Neek. Aber ich denke, ich werde dieses ganze Profil nochmal überarbeiten. Und, also guck mal, generell, das sind schon voll alte Bilder. Ich bin sogar verifiziert, so richtig korrekt von Spotify. Aber ich werde das alles mal abpimpen und vielleicht ändere ich sogar meinen Künstlernamen. Are you winning, son? Talkio 512 Knapp. monatlich hören. Ey, Ehre an diese 500 Leute, die das noch monatlich hören, obwohl da nie was Neues kommt. Guck mal, der Song hat sogar 113.000 Aufrufe, Alter. Und der Out of the Maze hat auch fast 100.000. Das ist so krass. Ich hab da nicht mal Musikvideo zu gemacht oder das irgendwo groß promotet. Das schätze ich schon extrem. Dass ohne, dass ich mich jemals als Musiker etablieren wollte, dass da schon Songs über 100.000 gehen. Das ist schon krass. Finde ich sehr sick. Aber, naja, auf jeden Fall, das Chapter Musik, das wird wieder komplett ich werde da wieder, ab nächster Woche werde ich da wieder reingehen. Und es wird auch nichts Geiles geben, als in dieser Winter- und Herbstzeit im Studio zu sitzen und kreative Musik zu machen, Chat. Ich werde richtige Banger machen, richtig schöne Songs, Chat. Kann ich euch versprechen. Sehr Bock drauf.
Das Beats in Neek Beats kriegt Bedeutung. Wird es nicht, weil ich habe keinen Bock, meine ganzen Beats alle selbst zu machen. Ich will kein Kanye West oder so werden oder so. Also, ich will das lieber mit jemand anderem zusammen machen. Vielleicht, vielleicht, wenn es mir irgendwann so viel Spaß macht, werde ich mal ein paar Beats bauen. Aber mir macht es mehr Spaß, Texte zu schreiben und mit meiner Stimme zu arbeiten. Du brauchst keine teure Technik. Es geht einfach nur darum, dich hinzusetzen und das Ganze durchzuziehen. Und immer und immer und immer wieder zu machen. Ich werde mich als auf teure Plugins Künstler oder sonst was. Nicht das ist natürlich mitnehmen. Cool. Das ist, öffnet auch so ein paar neue Horizonte. Aber wenn du das Geld dafür nicht hast, ist völlig egal. Zieh das Ding einfach durch, grinde einfach weiter und dann kommt die. Ist nur eine faule Ausrede, wenn man sagt, man hat kein Geld für Equipment. Ist nur eine faule Ausrede. Digga, du kriegst mit jedem Scheißdreck etwas auf die Beine. Also ihr kennt auch alle Steve Lacy. Ich meine, ich hab euch das Album, die Songs schon gezeigt, bevor der TikTok-Trend da war, aber ihr kennt alle diesen Song, oder? Dieser Dude hat alles, was er musikalisch gemacht hat. Und er baut seine ganzen Beats auch selbst und macht das alles instrumental. Auf einem iPod. Bis heute. Auf einem iPod. Jeden Song. Wenn das nicht ein Zeichen dafür ist, dass du mit jedem Equipment, egal mit was, irgendwie Kunst hinbekommst, dann weiß ich auch nicht. Okay, Chat. Das war's. Gute Videos geguckt, da auch. Joji hat früher auch GarageBand benutzt. GarageBand ist sogar gute. GarageBand oder ist ja eigentlich nur die Lite-Version von Logic.